Heute gibt es ein Thema bzw. ein Video, das schon häufig auf diesem Kanal vertreten war und das auch im Stream nachgefragt wurde. Und deshalb kommt heute die Investoren in sich. Ich glaube, es ist 4.0, keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin, das Thema wandelt sich andauernd und mal ganz kurz zwei Worte vorweg. Erstmal, ja, das ist ein langes Video. Das ist aber eine Investoreninsel, die euch in Spitze mit allen DLCs, ja, fast 1 Million Einwohner bringt. Also da kommt schon richtig was bei rum. Meine Empfehlung, guckt das Video von Anfang bis Ende einmal komplett durch, macht immer wieder Pausen, baut nach. Und dann ist das Ganze auch so fertig. Am Ende, ich stelle dazu Stempel zur Verfügung. Das heißt, genau diese Insel findet ihr in meinem Discord bei den Stempeln und könnt die 1:1 so nachbauen, wenn ihr das Ganze nicht so planen wollt. Das ist aber natürlich auf jede andere Insel anwendbar. Wenn euch DLCs fehlen, zum Beispiel ihr habt keine Kaufhäuser, also ihr habt keine Hochhäuser zum Beispiel und dementsprechend auch keine Kaufhäuser, dann wollt ihr zum Beispiel nur Investoren. Dann funktioniert das Prinzip aber genauso. Denn ihr könnt immer dieses Prinzip anwenden und ihr nehmt die öffentlichen Gebäude und Bewohnergebäude, die ihr benötigt, und baut daraus die Insel. Das ist quasi ein Baukasten, der immer funktioniert. Ihr könnt die Zufriedenheitsgebäude weglassen, wenn ihr die nicht versorgen wollt. Ihr könnt die Ingenieure weglassen und dafür eine Investoren machen, wenn ihr die versorgen wollt. Ihr könnt auch Handwerker draufbauen, wenn ihr Bock habt mit diesem System. Alles funktioniert. Es ist rein modular quasi. Es baut immer aufeinander auf, aber ihr könnt auch einfach Teile weglassen. Wie gesagt, Timestamps sind in den Videokommentaren, beziehungsweise in der Beschreibung, muss ich mal gucken, wo ich das Ganze hinpacke, aber ihr findet das auch direkt, keine Sorge. Und ja, das war ein mega aufwendiges Video, das heißt, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr irgendwas verpasst hier. Dann lasst gerne mal ein Abo da, würde mich sehr freuen, hilft mir mega natürlich, ne? Bringt den Kanal immer weiter voran und ja, ich laber gar nicht weiter lange rum, das Video ist lange genug. Wir starten rein, let's go! Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachmarkt-Dachsen und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Haben wir lange nicht gebracht, schön, dass ihr wieder dabei seid, ich freue mich. Und heute gucken wir uns mal an, wie ihr genau sowas baut. Eine Investoren, beziehungsweise wenn man ganz genau ist, ist es eigentlich eine Investoren- und eine Ingenieursinsel. Die hier kann ich kurz mal aufsteigen lassen. Warum eigentlich Investoren und Ingenieure? Da gehen wir vielleicht mal ganz kurz zum Anfang drauf ein, damit ihr auch für euch entscheiden könnt, ob ihr das Ganze so bauen wollt oder nicht. Der Vorteil ist, jetzt wo wir Hochhäuser bauen können, übrigens könnt ihr keine Hochhäuser bauen, weil ihr das DLC nicht habt, funktioniert das Setup genauso auch vom Prinzip her. Ihr müsst einige kleine Anpassungen nehmen, ihr braucht zum Beispiel ja diese Gebäude hier nicht, die kennt ihr ja gar nicht, die Kaufhäuser, das Einrichtungshaus und die Drogerie, aber grundsätzlich funktioniert das Prinzip trotzdem, wie wir so etwas planen. Ihr nehmt dann halt nur normale Investoren. Das Schöne an den Hochhäusern, oder das Ding mit den Hochhäusern, ist ja, dass wir das sogenannte Panorama haben. Das Panorama bei Wolkenkratzern wird immer beeinflusst von den Wolkenkratzern außenrum. Wichtig, nur von Wolkenkratzern. Jetzt ist es so, dass gleich hohe oder höhere Wolkenkratzer das Panorama nie, also negativ beeinflussen und niedriger das Ganze positiv. Es gibt aber einen ganz schönen Effekt und der nennt sich Residence Viral. Variety Bonus. Schwieriges Wort, eigentlich nicht so, aber irgendwie doch. Und der sorgt dafür, dass Ingenieurswolkenkratzer Investorenwolkenkratzer positiv beeinflussen und andersherum. Ne, wir sehen das hier unten, Resident Variety Bonus 6. Und das sorgt dafür, dass wir auf ausgezeichnetes Panorama kommen. Und zwar bei so gut wie jedem Wolkenkratzer hier. Es gibt einige hier außen am Rand, die haben dann mal kein Panorama. Ich habe hier aus irgendeinem Grund auch nur Investoren draus gemacht. Das ist eigentlich gar nicht so smart, aber naja gut. Und das sorgt halt dafür, dass wir hier relativ viele Einwohner drauf kriegen. Dadurch kriegen wir auf so eine Insel hier 930.000. Da fehlt jetzt, glaube ich, aber bestimmt irgendwas. Irgendwas fehlt immer. Meskal fehlt gerade. Also hier kriegen wir schon, ja, ich würde sagen knapp 1 Million am Ende drauf. Zum Vergleich, eine Reihe einer Investoreninsel mit 4, 5, also 4er Wolkenkratzer und 5er Wolkenkratzer, wo die 5er Wolkenkratzer dann halt ausgezeichnetes Panorama haben, dafür die Stufe 4 Wolkenkratzer gar kein Panorama, bringt hier eine knappe 1 Million. Man muss dazu sagen, dass die Insel etwas kleiner ist hier. Hier passen ein paar Häuser weniger drauf. Aber was man auch noch dazu sagen muss, und das möchte ich einmal vorher kurz durchgehen mit euch, damit man einfach sieht, warum wir das Ganze machen. Besonders Kekse und Schreibmaschinen. 93 und 49 Tonnen. Wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen mit 310, sind 48 und 14 Tonnen Schreibmaschinen. Deutlich weniger. Ne? Nur so als Beispiel. Wir können nochmal den Kaffee vergleichen, da bin ich mir gerade selbst gar nicht sicher. 212 Tonnen. Und hier sind es
327 Tonnen, also auch weniger. Ne? Grundsätzlich verbrauchen wir einfach weniger Waren. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und gerade was natürlich auch immer knapp ist bei den Investoren, die Bärenfälle, sparen wir dadurch auch deutlich. Jetzt geht es aber mal darum, wie bauen wir so eine Insel? Und da bietet sich für uns die perfekte Gelegenheit in diesem Video. Und zwar die Leute aus dem Stream. Übrigens, falls ihr den Stream noch nicht kennt oder da ja, aus irgendeinem Grund noch nicht vorbeigeschaut habt, neu seid hier oder was auch immer. Ich streame jeden Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf Twitch und YouTube. Link zum Twitch unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal aus. Da sind wir aktuell auf dem Weg Richtung Twitch-Partner. Wir sind tatsächlich gar nicht mehr so kurz, gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wir brauchen nur ein bisschen mehr durchschnittliche Viewer und ein paar mehr Streamtage. Aber das lässt sich, denke ich, hinkriegen. Ansonsten, wenn ihr auf YouTube gucken wollt, läuft das Ganze natürlich auch auf YouTube. Und die Gelegenheit, die sich hier bietet, ist die wunderschöne Insel 105 Investoren Ort Ost-Nordost. Warum ist diese Insel die perfekte Gelegenheit? Relativ simpel, wir reißen sie ab. Diese Insel ist noch gebaut mit geklippten Hochhandwerkhallen. Ganz kurz nochmal dazu, warum ich das Ganze nicht mehr mache. Durch dieses Panorama sind mittlerweile gerade lange Blöcke unfassbar vorteilhaft geworden, weil ihr halt über Panorama viel, viel, viel mehr Einwohner kriegt. Zum Vergleich, ich kann mal gucken. Ich glaube, ich habe hier leider keinen Stufe 3 Wolkenkratzer mit. Ja. Doch, der hier. Der Stufe 3 Wolkenkratzer hier mit der gleichen Versorgung hat 104 Investoren und der hier hat 228. Das ist das gleiche Gebäude, nur mit mehr Versorgung. Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier habe ich sicherlich auch mal welche. Ja, hier unten, hier weiß ich es ja. Der hier, der Stufe 3 Wolkenkratzer hat 286 Einwohner, weil er natürlich deutlich mehr versorgt ist hier. Und gegen den 592. Ne, sonst gleiches Prinzip. Ich glaube, die Versorgung müsste auch ähnlich sein. Ja, gut, hier hinten passt jetzt gerade das Kaufhaus nicht. Das ist jetzt gerade stehen geblieben. Aber trotzdem, ne, ich denke, man kriegt mit, wo hier der Unterschied liegt. Deshalb Panorama unfassbar wichtig. Und deshalb nehmen wir die Hochradwerkhallen jetzt raus. Die stehen bei mir alle im Crown Falls. Man kann sie auch auf eine andere separate Insel stellen, was auch immer. Man kann die hier auch reinklippen. Das funktioniert auch. Aber wenn ihr keinen, keine Ahnung, Einwohnerrekord aufstellen wollt, tut ihr euch viel entspannter, wenn ihr das Ganze einfach auf eine separate Insel stellt. Das ist auch effizient. Das ist natürlich in Spitze. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, was der Rekordbau macht. Der Rekordbau ist sich, glaube ich, selber nicht mehr so ganz sicher. Klippt man weiterhin Sachen rein. Man kann noch Baumschulen reinklippen. Das macht man noch. Die sind aber halt deutlich kleiner. Ne? Baumschulen brauchen einfach viel weniger Platz. Das sehen wir zum Beispiel hier oben bei mir im Crown Falls. Ne? Hier stehen Baumschulen drin. Da kriegt man schon noch Blöcke zwischen. Hier wird schwierig. Und deshalb haben wir heute die wunderschöne Gelegenheit, diese Insel einfach mal komplett platt zu machen und neu aufzubauen. Ganz wichtig, das, was wir hier machen, funktioniert sowohl, ja, sag ich mal, wenn ihr eine Insel schon habt, oder aber auch, wenn ihr eine Insel also schon gebaut habt und neu bauen wollt, oder aber auch, wenn ihr eine Insel komplett von vorne plant. Ich zeige euch auch, wie ihr Waren besorgt, mit denen ihr die Einwohner aufsteigen lassen könnt. Auch das ist unproblematisch in der Regel. Es geht auch relativ easy. Wir müssen nur einmal uns aller Wolkenkratzer hier entledigen. Man könnte theoretisch auch einfach hingehen, Shift halten und dann kann man zum Beispiel hier alle Drogerien und ähnliches löschen. Die sind theoretisch schon gut platziert, aber fürs Video, damit wir das alles nochmal zusammen machen können, habe ich jetzt aus Versehen. Nee, gar nicht. Ich habe nicht die Depots mitgelöscht. Die Frage ist. Ach so, die Waren sind weggeschmissen bei Baumaterial. Natürlich, ja, okay. Ah doch, ich habe die Depots doch mitgelöscht. Stark. Das ist natürlich unpraktisch, aber meine Güte, jetzt haben wir ein bisschen haben wir ein bisschen Baumaterial verloren. Das ist aber gar nicht so schlimm. Deshalb, wir machen die Insel erstmal platt. Ich dachte nur, das machen wir vielleicht zusammen, weil das ja vielleicht ganz cool fürs Video ist, mal sich das anzugucken. Ja, so eine Insel vorher und nachher. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, dieser Lufthafen hier zählt als Kontor. Das heißt, ihr müsst ihn nicht an irgendein Kontor anschließen. Er fungiert quasi als separates Kontor, das ihr auch nutzen könnt, um andere Sachen anzuschließen. Ne, ich hätte jetzt hier auch die Rathäuser stehen lassen können zum Beispiel, aber das machen wir alles mal wunderschön zusammen. Und mit diesen Rathäusern fangen wir tatsächlich auch an. Das heißt, wir haben jetzt hier eine komplett nackige Insel. Gleich. Sobald hier die letzten Schienen weg sind. Zack. Das auch. Du weg. Du weg, du weg und das weg.
Den Ölhafen habe ich schon platziert und das Regionalministerium auch. Habt ihr das Ganze nicht, also kein Regionalministerium, ist es vollkommen egal. Das Prinzip ist das gleiche. Ihr müsst nur zusehen und ihr müsst nur bedenken, dass ihr die öffentlichen Gebäude dann etwas engmaschiger stellen müsst. Ölhafen, wo platzieren wir den? Ich platziere den möglichst mittig auf einer Insel. Das heißt, es bieten sich eigentlich nur der Hafen hier an und der Hafen hier oben. Denn hier habt ihr keine Chance, dass der Zug rechtzeitig hier ankommt. Also einmal ganz rumfährt und hier das Kraftwerk anschließt. Das ist jetzt auf der Insel ein bisschen was Besonderes. Deshalb ist die Insel auch sehr, sehr gut dafür, das Ganze zu zeigen. Denn die Insel ist scheiße. Eigentlich. Ne? Sie hat hier diesen riesigen Berg irgendwie in der Mitte, der es unangenehm macht, Sachen anzuschließen. Um sowas wie Lagerplatz kümmere ich mich jetzt hier gar nicht. Ansonsten empfehle ich euch zuerst, für Lagerplatz zu sorgen. Dann habt ihr hoffentlich schon eine Rohstoffinsel. Wenn nicht, ich verlinke euch das Video oben in der Infocard, checkt das gerne mal ab. Das ist definitiv was, worüber ihr euch Gedanken machen solltet, dass ihr das mal baut, denn dann habt ihr deutlich mehr Baumaterial. Bei mir ist das die hier. Die Insel heißt Kohle Arktis. Jetzt habt ihr entweder schon Rohstoffrouten in der alten Welt. Muss ich einmal gucken. Alte Welt Rohstoffrouten. Ich habe hier welche, die fahren hier rum. Dadurch landet da jede Menge Baumaterial. Hier. Jetzt würde ich euch aber empfehlen, einfach nochmal eine Route einzurichten von hier rüber. Und dann nehmt ihr zweimal Bretter. Uns reichen einmal Ziegelsteine, wir brauchen zweimal Stahlträger, wir brauchen einmal Fenster, wir brauchen einmal Stahlbeton. Und wenn ihr hier produziert, Fahrstühle. Wenn nicht, nehmt ihr nochmal Fenster. Ich nehme jetzt in meinem Fall Fahrstühle. Warum brauchen wir das genau in der Konstellation? Wir brauchen unfassbar viel Stahlträger für die Ingenieure und die Investoren Wolkenkratzer später. Holz sehr viel zum Aufsteigen lassen und von allem ein bisschen mehr. Fenster brauchen wir auch relativ viel zum Aufsteigen lassen, der Wolkenkratzer, aber dafür brauchen wir natürlich auch Fahrstühle, deshalb funktioniert das Ganze auch so. Da haut ihr einfach so viele Schiffe drauf, wie ihr entbehren könnt. Ihr braucht jetzt keine 30 Schiffe, aber so, ne, so 4, 5, 6, 7, 8. Das sind ganz gut. Wenn ihr die später löschen wollt, nennt ihr einfach 0000A. Dann tauchen die ganz oben bei euch auf. Dann könnt ihr die auch später wieder weglöschen. So, wenn ihr dann euer Ministerium nehmt, das platzieren wir natürlich möglichst mittig auf der Insel, damit es möglichst die ganze Insel erreicht. Wenn ihr irgendwann den Palast auf einer gewissen Stufe habt, könnt ihr es theoretisch auch hier unten hinstellen. Es dürfte wahrscheinlich immer noch ohne Probleme funktionieren, dass ihr da am anderen Ende der Insel ankommt. Können wir mal gucken. Ja, nicht ganz. Das heißt, wenn ihr aber hier in der Mitte steht, habt ihr dann nirgendwo Probleme. So, und jetzt geht's als allererstes mal an die Rathäuser. Ihr sucht euch bei sowas immer eine Ecke aus. Ob ihr jetzt in der Blaupause anfangt oder nicht, ist egal. Wichtig ist, wir priorisieren bei dieser Insel Abdeckung über Anzahlen. Das heißt, uns ist einfach wichtig, dass wir möglichst viel Fläche abgedeckt kriegen. Nicht, dass wir möglichst viele Rathäuser reinkriegen. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Ist relativ simpel. Auf Crown Falls ist es in der Regel genau andersrum. Auf Crown Falls wollen wir möglichst viele Rathäuser reinkriegen. Das hat aber Gründe, den Grund, dass wir den Palast halt extrem in der Attraktivität pushen wollen. So, und dann fangen wir einfach an. Und es ist schwierig zu beschreiben. Das ist wirklich eine Fummelarbeit. Grundsätzlich kann man immer sagen, man kann immer zwei Rathäuser nehmen, aneinander setzen quasi und oben drauf ein drittes. So, und so könnt ihr über die ganze Insel gehen. Das Ganze dreht sich einfach nur in verschiedenen Variationen. Ne, das heißt, es kann auch so aussehen, so, so. Und dann habt ihr hier ein Rathaus, aber das ist grundsätzlich immer so das Muster, in dem wir über die Insel gehen. Und wir fangen, ganz wichtig, immer an einer Ecke an. Wenn ihr irgendwie mitten auf der Fläche anfangt, viel Erfolg dabei, das sinnvoll hier zu Ende zu bringen. Hier oben ist dann zum Beispiel der Fall, ja, man könnte jetzt hier irgendwie versuchen, zwei Rathäuser reinzuquetschen, das passt nicht mal, aber wie gesagt, ganz wichtig, Abdeckung. Ne, wir wollen möglichst viel abdecken. Dann können wir hier das nächste nehmen, beziehungsweise wir können das mal hier platzieren. Dann können wir da eins platzieren. Und hier oben steht scheinbar schon eins, das hat sich hinter dem Luftschiff versteckt. So, und dann kann man hier eigentlich immer einfach so weitergehen. Ne? Wir gehen jetzt einfach hier, zack, zack, zack. Und falls ihr euch fragt, auf deinem Kanal gibt es auch schon wahrscheinlich drei Videos zum Thema Investoreninsel. Warum kommt da jetzt noch ein viertes, fünftes, sechstes, was auch immer? Ist relativ simpel. Es hat sich halt, oder beziehungsweise das ganze Thema ist immer relativ dynamisch. Das heißt, es ändert sich zum Teil auch einfach, wie man das Ganze baut. Das ist mir zum Teil gar nicht so bewusst, dass man auch dann, also dass ich dann auch mal meine Videos aktualisieren muss, denn ich habe jetzt mittlerweile auch einiges an Videos auf meinem Kanal und ich versuche die halt dann möglichst aktuell zu halten, bin jetzt aber tatsächlich einfach im Stream darauf hingewiesen worden,
dass jemand das bauen will mit geklippten Hochradwerkern. Ich meinte eigentlich, das machen wir nicht mehr und deshalb bauen wir es jetzt noch einmal zusammen. Hier gerade habt ihr gesehen, das Rathaus hätte nicht reingepasst. Das heißt, ich habe alles ein Stück verschoben und dadurch hier zwar kleine Lücken entstehen lassen, da, aber dafür hier natürlich diese ganze Fläche nochmal abgedeckt gekriegt. Das ist es wert. Hier am Rand ist es wirklich schwierig. Ihr kriegt mit sehr viel Gefummel eine deutlich bessere Rathausabdeckung als das, was ich jetzt hier habe, hin. Die Frage ist immer, ist es einem das wert? Das heißt, wie viel Zeit habt ihr eigentlich zum Anno 1800 spielen und wollt ihr wirklich für zwei Kacheln oder was auch immer, für ein Rathaus mehr mit ein bisschen besserer Abdeckung hier 8 Stunden reinstecken? Denn, ich sage euch ganz ehrlich, wenn man so eine Investoreninsel bis ins kleinste Detail wirklich perfekt versucht zu planen, sitzt ihr da Wochen dran gefühlt. Also natürlich nicht Wochen, aber schon relativ lange. So, jetzt stehen alle Rathäuser und ich muss sagen, ich bin mit der Abdeckung ziemlich zufrieden. Jetzt machen wir Folgendes. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man an die Post rangeht. Es gibt die Möglichkeit, Briefkästen zu bauen. Wenn ihr Hochhäuser baut, also Wolkenkratzer, würde ich euch das empfehlen. Ich habe auch angefangen mit Postämtern, aber ich empfehle euch mittlerweile Briefkästen. Der Grund ist, wenn wir einfach mal auf meinen Crown Falls hier gucken. Übrigens, irgendwie ein geiles Crown Falls, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier, das ist ein schlechtes Beispiel, weil der kaum Radius hat. Hier, ich glaube der, ja. Dann haben wir hier einen Briefkasten. Und dieser Briefkasten läuft bei 3100%. Das ist das Maximum, was für Briefkästen überhaupt geht. Mehr geht nicht. Das ist oberes Ende. Da ist Feierabend. Das heißt, wir bauen Briefkästen eigentlich. Wenn ihr jetzt hier nur normale Investoren draufstellt, könnt ihr auch mit den Postämtern gehen. Und dann müsst ihr die Postämter jetzt reinplanen. Ansonsten Briefkästen am Ende einfach in die Lücken stellen. Bei so einer Stadtplanung entstehen Lücken, das lässt sich nicht verhindern. Nutzt die einfach und stellt da Briefkästen rein. So, als nächstes wechseln wir hier mal das Ministerium auf das Ministerium für Wohlfahrt. Warum? Wir nehmen mittlerweile das Ministerium für Wohlfahrt mit den verlängerten Ausschankzeiten, da brauchen wir weniger Kaffee. Ihr könnt aber auch das stadtweite Netz nutzen, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt noch ein bisschen mehr am Kraftwerk sparen. Ich nehme die verlängerten Ausschankzeiten. Damit plane ich, das hat den großen Vorteil, dass wenn ich dann aufsteigen lassen will und hier irgendwie keinen Strom habe, immer noch aufs stadtweite Netz gehen kann. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr euch Steinstraßen oder ihr nehmt euch Feldwege. Das ändert nichts an der Sache, es ändert nur ein bisschen die Art und Weise, wie ihr am Ende planen müsst. Plant ihr mit Feldwegen, habt ihr später noch größere Reichweiten über die Steinstraßen. Plant ihr direkt mit den Steinstraßen, dürft ihr natürlich keine Lücken in der Planung haben. Ich persönlich bin Freund davon, dass wirklich bei allem die Abdeckung voll stimmt. Deshalb gehe ich mit den Feldwegen zu beginnen, aber das ist tatsächlich jedem selbst überlassen. Auf Crown Falls habe ich es mit Steinstraßen gemacht, einfach weil die Insel auch riesig ist und da verliert man irgendwann sonst den Überblick, wo man vielleicht noch ein bisschen Reichweite kriegt und ähnliches. Ja, ich habe beides getestet und ich bin tatsächlich eher mit der Feldwegmethode zufrieden. Wie gesagt, auf Crown Falls hat die Steinstraßen, weil auf Crown Falls habe ich jetzt Abdeckungslücken. Ich habe Abdeckungslücken zum Beispiel in meinen hier sind sie in meinen Einrichtungshäusern. Jetzt baut ihr euch einfach so einen Feld. Aus Feldwegen. Kopiert das. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr geht über die ganze Insel. Wenn ihr da jetzt hier irgendwelche Kaimauern oder Kaiwege sind es ja, glaube ich, baut, vollkommen egal. Du, auch hier, auch da. Und wenn ihr damit jetzt fertig seid, dann haben wir eine Insel, die komplett aus Wegen besteht. Sehr schön. Übrigens, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich es gerade gesehen habe, wo stellen wir unseren Lufthafen hin? Unser Lufthafen, relativ simpel, kommt einfach so weit es geht weg von den normalen Anlegestellen. Es gibt später einen Trick, die Luftschiffe dazu zu zwingen, eher an den normalen Anlegestellen anzulegen, aber es ist hilfreich, wenn der möglichst weit weg steht, weil habt ihr nicht das Problem, also nicht so häufig das Problem, dass hier normale Luftschiffe stehen. Wir wollen hier wirklich nur Post anlegen haben. Den könnte man wahrscheinlich auch noch tendenziell ein Stück da hinten reinschieben. Ne? Müsste ja eigentlich gehen. Klar ist da hinten jetzt ungenutzter Platz. Gar keine Frage. Ist mir ehrlich gesagt aber egal. So. Zack.
Jetzt ist es so, wir müssen theoretisch noch Handelskammern einplanen, was ihr hier gerade gesehen habt. Die können wir aber auch später machen. Ansonsten fahrt ihr immer gut, wenn ihr einfach erstmal eure Eisenminen nehmt oder was auch immer. Und jetzt nicht direkt dran eine Handelskammer stellt, sondern ein Stück weg. So, dass gerade noch so noch die Mine drin ist. Vielleicht auch einfach kurz jetzt machen. So, warum ist das der Fall? Wir wollen um die Minen später in der Lage sein, Feuerwehren zu stellen. Und das wird natürlich nichts, wenn da schon direkt die Handelskammer steht. Von daher lassen wir ein bisschen Platz und stellen dann die Handelskammer entsprechend ein Stück weg. So, Handelskammer, das reicht für eine Feuerwehr hier perfekt. Und dann haben wir noch die Mine, da müssen wir mal gucken, wahrscheinlich können wir einfach hier was hinstellen. Sehr schön. Und gut ist, das müssten auch alle Eisenminen gewesen sein. So, und jetzt kommt es zu Kaufhäusern, Einrichtungspassagen und Drogerien. Und die hauen wir jetzt über die komplette Insel. Ihr könnt theoretisch, es ist scheißegal, womit ihr anfangt, ne? Ich fange nur mit denen an, weil die immer so ein bisschen in Gruppen stehen und die kleinste Reichweite haben. So, hier unten müsste eigentlich das mit einem genau passen. Ne, ihr müsst auch, das ist auch ganz wichtig, ihr müsst immer für entsprechend ein Lagerhaus sorgen. Und dann könnt ihr die Dinger entweder einfach in einer Reihe aufstellen, das mache ich immer hier unten. Also in so Ecken quasi. Oder ihr stellt sie später in einem Quadrat auf, beziehungsweise nicht ganz im Quadrat, aber in einem Rechteck. So. Ihr seht, wir haben jetzt hier am Rand jeweils so kleine Kanten, aber das liegt halt daran, dass wir Feldwege haben. Legt ihr hier eine Steinstraße rein, seht ihr, okay, die Ecke ist bis zum Ende abgedeckt. So habt ihr einfach ein bisschen Puffer. Und so machen wir das jetzt, wir machen es einmal, ein, zweimal noch zusammen und dann über die komplette Insel. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere, unsere öffentlichen Gebäude quasi. Nicht wundern, ja, ich habe meinen Pulli an, ich habe mich umgezogen, bla bla bla. Ich nehme das hier natürlich an, oder was heißt natürlich, ich nehme das hier an mehreren Tagen auf, deshalb... Ja, da nicht wundern. Es gibt nur leider ein Problem, wenn wir das Ganze hier so bauen wollen, denn diese Gebäude, zum Beispiel die Drogerien, zeigen leider nicht an, wo quasi die Gesamtreichweite ist. Also man sieht nicht die Abdeckung aller Kaufhäuser, sondern nur mal einzeln des einen Kaufhauses. Ist ein bisschen nervig, lässt sich leider nicht verhindern. Es gibt zwei Möglichkeiten, was wir jetzt machen können. Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Dinger ausbauen. Dann wählen wir nämlich im Katalog schon mal das, was wir haben wollen. In meinem Fall sind das, nee, ich nehme mittlerweile keine Toaster mehr, ich nehme jetzt Staubsauger. Dann sind das im Einrichtungshaus die Bankierslampen und dann sind das in der Drogerie entsprechend die Zahnpasta. So, wenn ihr das Ganze nämlich schon auswählt, habt ihr den großen Vorteil, dass wir die Dinger hier einfach kopieren können und es bleiben jetzt für jedes Kaufhaus die Staubsauger drin. Das heißt, ihr müsst die nicht später alle einzeln durchgehen. Ihr könnt halt theoretisch auch erst Strom oder sonst irgendwas planen, aber ich fange eigentlich immer mit den Dingern an, weil die den, ja, weil die am kritischsten sind, sage ich mal, was die Abdeckung angeht. Ihr müsst jetzt leider einfach hier anklicken, dann das nächste Gebäude nehmen und dann hier wieder, okay, gucken, dahin und dann kann man hier das nächste Kaufhaus hinsetzen. In diesen kleinen Eckbereichen quasi mache ich es immer so, dass ich hier die Dinger wirklich einfach in der Linie hinstelle. Hier mache ich mir jetzt keine Gedanken wegen Lagerhäusern, denn ich habe ja hier die Minen stehen. Das heißt, das macht eigentlich keinen Stress. So, jetzt können wir mal gucken, wir haben hier eine ziemlich nervige Ecke. Hier so, das heißt einmal mit einer Steinstraße nur mal gucken. Okay, kriegen wir damit voll, das sollte klappen. Und dann passt das Ganze. So, und jetzt kommen wir ja quasi in offene Fläche. Das heißt, hierhin und hier schwenke ich jetzt um von den Reihen auf so Quadrate, weil sich das Ganze einfach ein bisschen leichter bauen lässt. Es gibt das Problem, dass man hier dann so Ecken hat, die man sehr unschön abgedeckt kriegt, aber das kann man leider nicht ganz verhindern. Und das heißt, wir gehen dann jetzt hier mit dem Kaufhaus, ich gehe dann hier direkt ans Rathaus dran, damit man einfach die Straße hier... Also damit ihr nicht das Problem habt, dass ihr hier zwischen quasi ja so zwei oder drei Straßen Platz habt, weil dann steht ihr hier und wisst am Ende nicht so richtig, wohin damit. Ne, wenn das jetzt so stehen würde, sowas macht ihr dann mit euren zwei Straßen. Deshalb stelle ich es einfach ganz stumpf ans Rathaus dran. Unten drunter stelle ich immer noch die Drogerie und hier kommt ein Lagerhaus dran. So, jetzt ist es natürlich so, man kann das hier auch theoretisch noch einen ranschieben. Also einen auf jeden Fall noch. Jetzt hat man hier so ein bisschen Platz drin. Ich finde es immer schön, wenn man hier komplett Straßen durchführen kann,
Denn damit garantiert ihr quasi, dass jedes einzelne von diesen öffentlichen Gebäuden hier oder von diesen, ja, öffentlichen Produktionsgebäuden sind es ja eigentlich, wirklich auch seine maximale Reichweite in jede Richtung entfalten kann. Denn wenn ihr jetzt hier keine Straße habt, dann muss die, ne, wieder außenrum oder ähnliches. Und dieses Ding benutzen wir jetzt einfach komplett auf der ganzen Insel. Wir haben hier oben das Problem, dass wir hier keine komplette Abdeckung reinkriegen und hier auch nicht. Ansonsten kann man einfach ganz stumpf sich jetzt das ganze Teil hier kopieren. Und dann, beziehungsweise man nimmt sich, man fängt eigentlich mit einem an. Dann sehen wir hier das Kaufhaus, setzen das dann, ja, wahrscheinlich hier irgendwo hin. Das heißt, wir löschen jetzt hier einfach ein paar Straßen raus. Auch hier wieder genau einen Platz neben dem Regionalministerium. Gleicher Grund wie eben. Macht es einfach leichter, Straßen durchzubauen. So, und dann haben wir diesen ganzen Bereich hier abgedeckt. Ne, der große Bereich, man kann das immer noch mal so grob checken. Das passt so, da ist vielleicht eine Lücke von einem Feld drin, aber wie gesagt, mit Steinstraßen geht das Ganze. Wir brauchen aber ein bisschen Puffer, weil die Wege natürlich im Zug, also wenn ihr eine Stadt baut, sind die Wege natürlich nicht immer perfekt gerade, sondern ihr habt halt das Problem, dass ihr dann zum Teil auch einfach, ja, mal einen indirekten Weg bauen müsst. Ihr habt irgendwelche Querstraßen oder ähnliches und dann steht ihr da und dann, ja, macht ja am Ende ein dummes Gesicht. Ich kopiere hier erstmal ganz normal wieder so ein System rein. Wir gucken mal, das müsste aber eigentlich ganz gut passen hier oben mit der Ecke. Auch mit den normalen Straßen. Und um euch damit jetzt nicht zu sehr zu langweilen, mache ich das jetzt einmal über die komplette Insel und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, die Drogerien, Einrichtungshäuser und Kaufhäuser stehen. Hier unten sieht man das, hier stehen die relativ eng. Das hat den Hintergrund, dass ich mit dem Kaufhaus nicht ganz hier unten in die Ecke komme und dementsprechend hier immer noch mal welche brauche. Es bringt mir aber auch nichts, hier irgendwie welche in die Mitte zu stellen. Es geht auch theoretisch, aber dann hast du hier oben links in der Ecke wieder eine große Lücke, die du ja auch irgendwie abdecken musst. Das heißt, du brauchst schon mindestens hier eins, dann hier eins und dann vielleicht noch da eins. Das könnte passen. Ich bin aber ein Freund davon, dass wir eine maximal gute Abdeckung haben. Man kann das Ganze auch knapper planen, das ist kein Problem, das funktioniert auch, das könnt ihr auch machen. Als nächstes würde ich mich um den Strom kümmern. Was von beiden ihr hier baut, ist relativ egal zuerst, also ob ihr erst die Einrichtungshäuser etc. baut oder erst den Strom. Ich würde die immer zuerst bauen, weil die kleinere Einflussbereiche haben. Und das Schöne ist ja, wir haben jetzt hier das Ministerium für Wohlfahrt, dementsprechend relativ viel Reichweite für öffentliche Gebäude. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr unbedingt wollt, mit dem Ministerium für Verwaltung machen. Dann müsst ihr die Gebäude einfach enger setzen. Und dann fange ich wieder hier unten links in der Ecke an, nehme ein Kraftwerk. Auch hier ist es wieder so, ja, wir haben ein bisschen Platz, ne? Also wir haben dadurch, dass wir halt Feldwege haben, ein paar Lücken. Aber diese Lücken braucht ihr zum Teil auch, weil ihr halt nicht immer gerade Straßen baut. Deshalb hier unten links, unten rechts die kleine Lücke, so ist okay. Dann stellen wir das hier einfach an den Punkt. Warum stelle ich das Ganze nicht direkt an die Wand ran? Ist relativ simpel. Ich möchte gerade von der Drogerie einen relativ geraden Weg hier runter irgendwie noch haben. Müssen wir mal gucken. Das könnte ein bisschen nervig werden hier auch mit der Mine noch. Aber das will ich mir halt nicht direkt verbauen. So, und das Schöne ist, die Kraftwerke werden halt vom Ministerium gepusht und dementsprechend reichen die halt gut über die ganze Insel. Dann können wir das nächste irgendwie hier oben hinsetzen. Hier könnte ganz gut sein. Einfach wieder unter das Rathaus. Wieder mit einer Straße dazwischen natürlich. So, ne, hier oben wieder kleine Lücke, aber die ist nicht so tragisch. Dann brauchen wir, na, wir werden wohl zwei Kraftwerke noch benötigen. Ich befürchte, mit einem könnte es hier ziemlich eng werden, wenn wir das in die Mitte setzen. Das kann klappen. Wir nehmen aber erstmal hier unten. Hier unten müssen wir natürlich auch wieder, ne, einen ganz normalen Kraftwerk einfach mitten rein. Man kann es jetzt hier oben hinsetzen. Das können wir tatsächlich mal probieren. Dann haben wir hier unten zwar diese Lücke, aber ihr dürft ja nicht vergessen, diese komplette Reichweite wird mit Steinstraßen mal 1,5 genommen. Das heißt, auch diese 60 sind natürlich am Ende mit einer Steinstraße viel mehr. Wir können hier einfach mal eine Steinstraße reinlegen. Dann sehen wir das. Und hier sehen wir, die Abdeckung ist sehr, sehr gut. Dann kann man wirklich versuchen, okay, man spart sich nochmal ein Kraftwerk, sind am Ende 12 Öl. Haben oder nicht haben. Ne? Und es ist natürlich auf der anderen Seite natürlich auch wieder Platz, wo ihr Einwohner hinstellen könnt. So, das einzige Problem, wenn man Kraftwerke anklickt, wird bei den anderen die erweiterte Reichweite nicht gezeigt. Ich weiß nicht warum, denn wenn wir jetzt das anklicken, sehen wir die erweiterte Reichweite. Und auch wenn wir. Nee. Ist ja total beschissen. Ne, wir sehen die leider nicht komplett. Das ist so ein bisschen nervig.
Aber wir sehen schon, wir haben hier unten noch eine riesen Lücke. Wir können jetzt aber mal das Ding hier so hinziehen. Dann haben wir oben rechts, oben links eine kleine Lücke, die man aber mit Steinstraßen ausgleichen können müsste eigentlich. So, jetzt muss man hier so ein bisschen gucken, weil jetzt können wir das Ganze weder an einem Rathaus noch an einem irgendeinem anderen öffentlichen Gebäude dran. Und dann ist es eigentlich gut, wenn man mindestens hier so drei Gebäude durchziehen kann. Wir müssen halt gucken, wir müssen noch eine Schiene ranlegen, deshalb mache ich jetzt eine mehr. So, das heißt, ich kann jetzt hier Häuser durchziehen und eine Schiene oben drüber. Und habe trotzdem noch meinen Straßenanschluss hier oben. Den brauche ich nicht zwangsläufig. Das kostet mich ein paar Felder, aber es macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil wenn ich jetzt hier runtergehe, so, dann ist es halt so, dass ich dann runterziehe, dann ziehe ich halt hier ganz normal die Schiene jetzt rein. Das ist ja auch kein Problem, beziehungsweise es könnte sogar funktionieren, weil wir hier gerade vorbeigehen. Aber wenn ihr dann hier am Ende irgendwie so eine Kante drin habt, ist das ein bisschen doof. Wichtig ist auf jeden Fall, dass hier immer in irgendeiner Form Häuser zwischenpassen. Wir bauen es jetzt mal so und dann ist gut. Wir schließen die Kraftwerke noch nicht an, weil wir uns einfach erstmal um den Rest der öffentlichen Gebäude kümmern. Wir gucken einmal hier rein, Steinstraße, Steinstraße. Ne, jetzt kriegen wir hier oben alles abgedeckt, hier unten sowieso. Wichtig ist uns eigentlich eher die Ecke hier unten, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt nehmen wir erstmal die Steinstraßen wieder raus. Die nächsten Gebäude sind optional. Ich bin ein Freund davon, die zu bauen, aber ihr müsst das Ganze nicht machen. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr diese verlängerten Ausschankzeiten hier nutzt und nicht das stadtweite Netz, müsst ihr zumindest irgendwie eure Investoren an ein Clubhaus anbinden und eure Ingenieure an ein Varieté-Theater. Wollt ihr keine Ingenieure bauen, braucht ihr natürlich auch kein Varieté-Theater. Das sind öffentliche Gebäude, die ihr auf jeden Fall bauen müsst. Wenn ihr hier das stadtweite Netz nutzt, müsst ihr das nicht nutzen. Das bringt euch halt einfach nur diese 20% Reduktion ein am Ende. Wenn ihr Ingenieure bauen wollt, müssen wir als nächstes uns erstmal um das Thema Universität kümmern. Da würde ich mich auch wirklich bemühen, dass wir da eine volle Abdeckung kriegen, denn nur mal fürs Gefühl, wenn wir hier mit ausgezeichnetem Panorama stehen, hier zum Beispiel, dann sind das mal, na gut, sind 6 Einwohner. Aber die sind halt einfach leicht verdient, ne? Also da sollte man schon gucken, dass man die hat. Und sonst wird es aufsteigen auch ziemlich ätzend. Hier wieder das Gleiche. Ein bisschen Lücke ist okay. Hier müssen wir halt noch... Ich will es jetzt halt nicht direkt über das Kraftwerk stellen, denn ans Kraftwerk muss ja noch die Schiene dran. Das könnte ein bisschen nervig werden. Ich stelle das einfach hier hinten an der Wand ran. Und dann ist gut. Die Hochschule, oder die Universität besser gesagt. Jetzt ist das ein bisschen nervig, weil wir hier eine Kante mit dem Rathaus haben. Ich hätte das Rathaus natürlich gerne jetzt einen weiter drin, das passt aber nicht. So, na komm. Manchmal kopiert man Straßen doof. Das heißt, wir machen es jetzt anders. Und zwar drehen wir das einmal, das müsste dann besser gehen. Und zwar drehen wir das jetzt. Jetzt können wir ja gucken, wie viel Platz wir hier haben. Und hier kriegen wir genau eine Häuserreihe durch. Das ist auch perfekt, das, was wir wollen. Da haben wir links und rechts noch unsere Straßen. Und haben dann hier eine bessere, sauberere Kante, um hier Häuser hochzuziehen. Ob es jetzt am Ende passt, kann man immer noch nicht zu 100% sagen. Das müsst ihr dann gucken, wenn die Stadt steht. Ne? Und da wird man definitiv auch noch mal ein bisschen hin und her schieben. Aber da kommen wir halt auch gleich noch zu. Hier, denke ich, stelle ich die einfach an die öffentlichen Gebäude hier mit dran. Dass man einfach möglichst große Blöcke öffentlicher Gebäude baut und darüber dann entsprechend so ein bisschen mehr freie Baufläche für alles andere hat. Jetzt ist hier natürlich das Problem, in Anführungszeichen, weshalb ich die, denke ich, noch drehen werde, dass wir ja gesagt haben, wir wollen möglichst gerade hier die Linie rausführen, ne? die Straße. Und deshalb stellen wir es nicht so hin und blockieren die, sondern drehen es so. So, und jetzt bräuchten wir, meine ich, nur noch hier unten eins. Das sollte aber machbar sein. Noch eine Universität, ich denke, die stelle ich einfach genauso wieder hier ran. Wir haben jetzt natürlich noch Bereiche, die nicht perfekt abgedeckt sind, aber das wird sich halt über die Steinstraßen regeln. Das ist halt der Vorteil, man kann so ein bisschen, ja, platzsparender planen. Hier müsste man, na gut, das ist jetzt wieder ein Anzeigefehler wegen der, weil das Ministerium irgendwie nicht angezeigt wird für alle Gebäude. Aber das sieht, denke ich, ganz gut aus. Ne? Hier haben wir eine gute Abdeckung, hier unten haben wir eine saubere Abdeckung drin. Das ist sehr, sehr gut. Alles weitere, Bankhaus, Clubhaus und Varieté-Theater sind halt, wie gesagt, habe ich ja eben schon genannt, unter welchen Bedingungen optional. Ich baue sie
Ich habe gerne eine hohe Zufriedenheit in meiner Bevölkerung, nicht weil ich so unfassbar nett zu denen sein will eigentlich, sondern weil mir einfach wichtig ist, dass es hier nicht andauernd irgendwelche Streiks gibt. Das nervt mich einfach. Hier passt perfekt eine Bank rein. Ja, hier ist eine Straße zwischen. Oh mein Gott. Dafür passt die hier super an die Wand ran. Das ist ganz schön. Hier kann man gegebenenfalls sogar nochmal ein Varieté oder so reinklemmen. Gerade die Bank, wenn ihr Geldprobleme habt, hilft euch da auch auf jeden Fall in dem Punkt massiv weiter. So, die ist da ein bisschen unschön. Hier oben passt sie besser rein, würde ich behaupten. Oder vielleicht ganz hier oben an den Rand. Hier ganz oben an den Rand ist vielleicht, ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es ist natürlich nicht optimal, muss man dazu sagen. Aber am Rand steht sie nicht so im Weg, finde ich beim Bauen. Weil die Bank ist halt wirklich riesig. Die Bank hat auch eine große Reichweite. Auf der anderen Seite. So machen wir das. Können wir hier noch Häuser reinziehen. Hier passen auch wieder genau Häuser rein. Eins und zwei nicht ganz, aber dann können wir da noch eine Straße hochziehen. So, und dann bauen wir hier unten einfach noch irgendwo eine Bank dazu. Ne, die wird jetzt hier wahrscheinlich an der Stelle irgendwo mittendrin stehen müssen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Man kann sie ganz gut hier hinstellen, theoretisch, auch wenn wir uns da natürlich wieder viel, ja, Baufläche in irgendeiner Form versauen. Hier geht es leider irgendwie unschön ran, dafür ist die zwei Felder zu groß. Die Bank ist halt leider einfach. Da können wir den stellen. Leider einfach sehr riesig, aber da passt sie doch ganz gut hin. So, und dann haben wir noch die Varieté-Theater, die wir natürlich, wie gesagt, jetzt auch brauchen dann. Das hier stelle ich einfach mal ganz stumpf, dumpf, dreist unter, direkt unter das Kraftwerk. Hier zwischen kommt nachher noch eine Feuerwehr, damit das Kraftwerk nicht explodiert. Aber da ist das okay. Das Kraftwerk schiebt dann hier von außen an. Das ist auch in Ordnung. Nun, das Varieté-Theater hat jetzt wieder eine ganz entspannt gute Abdeckung eigentlich. Das ist ein bisschen kleiner. Das könnte man eigentlich auch ganz gut hier mal reinstellen. Warum eigentlich nicht? Das macht die Abdeckung von der Bank zwar marginal schlechter, aber es ist nicht so schlimm. Und gerade bei diesen Zufriedenheitsgebäuden ist ja das Schöne, wir brauchen da keine 100%ige Abdeckung, denn wir müssen halt, damit wir diesen Bonus kriegen, von dem wir vorhin gesprochen haben, müssen wir nur grundsätzlich eine Abdeckung zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist komplett egal, wie gut die ist. Diese Getränkeverbrauchsreduktion kriegt ihr immer. So, jetzt haben wir hier unten wirklich ziemlich große Lücken. Kann man sich überlegen, ob man einfach sagt, okay, komm, wir setzen hier noch eins drauf. Ich mache es jetzt, weil ich gerne gute Abdeckung dafür habe, weil ich dann weniger Aufstände habe, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das Ganze nicht baut. Das Schöne am Clubhaus, das muss man jetzt mal so ein bisschen bedenken, wenn man das Ganze hier plant, ist, dass das Clubhaus genauso groß ist wie wie vier Häuser. Das heißt, es ist grundsätzlich möglich, ein Clubhaus in eine ganz normale Stadt zu integrieren. Hier können wir zum Beispiel schon sehen, hier stellen wir am Ende ein Haus rein. Können wir schon mal einstellen. Das heißt, selbst wenn ihr vergesst, die Dinger zu bauen, könnt ihr eure Stadt bauen und hinterher immer noch sagen, alles klar, da kommt mein Clubhaus rein, nehmt vier Häuser raus und gut ist. Wir planen sie erstmal, damit wir halt wissen, wo sie hin müssen, zumindest grob. Hier würde sich zum Beispiel anbieten, weil ich hier oben eh Häuser hochziehen will. Ne? Ich will ja hier quasi dann mein Clubhaus ransetzen oder und dann hier oben noch. Häuser ist vielleicht nicht zu 100% ideal mit der Bank, aber die Bank müsste das trotzdem eigentlich locker packen von der Abdeckung. Wie gesagt, da sind wir ja eh nicht so auf 100% angewiesen. Ne? Nur, dass man halt mal sieht, okay, das Clubhaus ist halt von der Größe her sehr, sehr angenehm zu verplanen. Kann man sich ja dann so ein bisschen daran orientieren. So, dann fehlt uns noch eins. Das stellen wir jetzt wieder hier unten einfach irgendwo rein. Irgendwo, wo es hinpasst, wo wir dann hinterher auch glauben, okay, da kommen dann halt auch Häuser hin. Wenn ihr da jetzt aber nicht den idealen Platz befindet, ist das halt überhaupt nicht schlimm, weil ihr könnt das Ding halt immer noch umsetzen. Ne, zum Beispiel hier wäre jetzt so eine Möglichkeit, gerade in dieser Linie der Bank Häuser rauszubauen. Und deshalb stelle ich, also quasi hier nach oben Häuser zu ziehen. Deshalb baue ich da jetzt erstmal das Clubhaus hin. Das wird sich natürlich noch ändern. So, und dann sind alle öffentlichen Gebäude geplant. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr keine Postämter baut, sondern Briefkästen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir gleich anfangen, Häuser zu planen, aber vorher müssen wir zwei Dinge tun. Als allererstes sollten wir uns darum kümmern, dass wir hier mal Importmaterial kriegen.
Ich gehe jetzt nicht groß drauf ein, wie ich an das Baumaterial komme, an das Versorgungsmaterial komme. Ich zeige es nur ganz kurz. Übrigens, Tobi, 3217, sehe ich gerade auf Twitch gefollowt. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr auf Twitch noch nicht folgt, schaut doch gerne mal vorbei. Ich habe eine Insel, in meinem Fall ist das einfach das Crown Falls. Da produzieren wir Hochräder. Die tauschen wir auf allen möglichen Inseln gegen Dampfwegen. Und alles, was da so anfällt. Also Hochräder, Taschenuhren, Phonographen, schwere Geschütze und Dampfmaschinen. Und diese Dampfwegen schiffe ich dann durch die Weltgeschichte und kaufe dafür ein. So. Und jetzt hauen wir hier erstmal überall unsere Dampfwegen rein oder was auch immer ihr nutzt zum Einkaufen. Es kann auch funktionieren, wenn ihr einfach sagt, okay, ich produziere alles selber, ist das trotzdem der nächste Schritt. Und zwar fangen wir jetzt an, bevor wir Einwohner bauen, alles zu besorgen, was wir benötigen, um diese Insel aufsteigen zu lassen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier allen möglichen Krimskrams. Ich habe jetzt hier zum Teil schon Sachen, weil das halt schon mal eine Investoreninsel war. Aber wir holen uns Fisch. So viel brauchen wir jetzt vielleicht nicht. Ist auch scheißegal. Wird ja eh nicht mehr gekauft. Wir holen uns Wurst. Wir holen uns Brot. Ja, ihr braucht, wie viel braucht ihr am Ende? 1.000-2.000 Tonnen reichen in der Regel zum Aufsteigen. Wir holen uns Brot. Wir holen uns Fleischkonserven. Wir brauchen noch Seife. Ja, das ist vielleicht ein bisschen wenig, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir später auch Fleischkonserven brauchen. Wir holen uns Seife, die brauchen wir. Wir brauchen Arbeitskleidung. Wenn ihr nicht genug Waren zum Importieren habt, seht zu, dass das in der richtigen Reihenfolge ist. Das heißt, dass erst die Waren quasi für Bauern und dann für Arbeiter, dann für Handwerker und so weiter und so fort importiert werden. Wenn ihr damit keine Probleme habt, ist das relativ egal. Dann könnt ihr einfach hier alles reinschmeißen. Ne, sowas wie Kaffee und so habe ich jetzt hier auch schon rumfliegen. Das ist nicht so schlimm. Was ihr immer noch machen könnt, ist zum Beispiel Bier einkaufen und auch ein bisschen Rum. Warum? Das Letzte, was ihr wollt, ist, dass ihr während des Aufsteigenslassens Stress mit euren Einwohnern kriegt. Also, dass die auf die Barrikaden gehen, Aufstände veranstalten. Das sind einfach so Dinge, die müssen nicht sein. Also, das nervt einfach und die halten das auf. Ne, warum nehme ich keinen Schnaps? Meistens kommt man durch die Bauern noch ganz gut durch, aber gerade so Arbeiter, Handwerker sind halt anfällig. Ihr könnt aber auch Schnaps noch importieren, wenn ihr dafür Platz habt. Dann immer smart, immer Kaffee kaufen. Ihr braucht so viel Kaffee. Das ist wirklich so die eine Sache. Da müsst ihr dranbleiben, die müsst ihr kaufen. Ne, Brillen habe ich jetzt zum Beispiel schon sehr, sehr viele. Deshalb kaufe ich die jetzt hier vorliegend nicht ein. Aber Brillen werden zum Beispiel so eine Ware, wo ich sage, okay, dann kaufe ich halt die Stadt Rum oder ich kaufe halt die Stadt Bier. So, und jetzt warten wir einfach auf Captain Morris, der uns jetzt demnächst einfach mal alle Waren bringt, die wir benötigen, um hier die Bevölkerung aufsteigen zu lassen. So, und jetzt machen wir alles, was wir geleistet haben quasi, was wir gemacht haben, machen wir weg. Also die Straßen. Wir gehen her und nehmen sämtliche Straßen von dieser Insel runter. Hat einfach den Hintergrund, dass es jetzt daran geht, Schienen reinzuplanen und dann planen wir Bevölkerung. Logischerweise fangen wir mit den Schienen an. Ist mir auch schon passiert bei der einen oder anderen Insel, dass man die ganz gerne mal vergisst. Sollte man nicht tun, das ist äußerst unschön, das macht keinen Spaß und dann steht ihr da. Deshalb nehmen wir erstmal hier das Kraftwerk. Ich werde das jetzt hier einfach am Berg lang verbinden. Man kann es auch hier rausziehen, es ist eigentlich ehrlich gesagt fast egal. Ihr braucht mehr Kacheln am Rand, aber ihr habt dadurch, haltet euch dadurch die Baufläche ein bisschen freier. Wenn ihr das Ganze auf so eine offene Baufläche baut, würde ich euch empfehlen, darauf zu achten, dass ihr zumindest auf den Seiten der Schiene quasi Platz habt, um da Bevölkerung hinzubauen. Das heißt, ich kann jetzt hier in meinem Fall genau Bevölkerung reinsetzen. Ihr braucht nicht auf beiden Seiten Straßen, das ist irrelevant. Aber ihr braucht halt grundsätzlich die Möglichkeit, Straßen zu bauen, um da durchzukommen. So, das passt jetzt ganz gut. Einziges Problem, wenn ich jetzt hier die Schiene lang führe, so nämlich, dann habe ich Schwierigkeiten, oder was heißt, habe ich Schwierigkeiten, dann kann ich es vergessen, diese Dinger hier anzuschließen. Die beiden gehen noch, aber die Drogerie ist nicht möglich. Das heißt, wir gehen einfach hierher, schieben beides jeweils einen runter und jetzt können wir mit dem wunderschönen Multi-Move-Tool einfach alles einen runterschieben. So, das heißt, hier waren wir vorher, hier sind wir jetzt. Und dann können wir hier die Schiene rausziehen. Es ist eigentlich egal, auf welcher Seite ihr die rausführt, also ob ihr die quasi hier oben oder da unten lang führt. Wir umranden gleich mal die Gebäude.
Jetzt könnte man hier theoretisch oben das wieder hochschieben, ne, weil man auf der Seite ja keine Schienen hat. Das kann einem jetzt in gewissen Situationen vielleicht nützen. Zum Beispiel kann man dann sagen, okay, pass auf, hier unten passt jetzt eine Polizeistation rein. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn man das Ganze mit nutzen will. Und ich ziehe direkt Steinstraßen drum. Wie gesagt, wir wollen eigentlich noch keine Bevölkerung planen, aber in manchen Fällen bietet es sich einfach an, sich schon mal einen Überblick zu verschaffen, okay, wo lande ich eigentlich am Ende des Tages mit meiner Planung quasi. Und wo landen am Ende meine Bevölkerungsgebäude, also meine Häuser. Und wo kann ich dann entsprechend halt auch meine Schienen langsetzen. Hier jetzt bin ich einfach eine gerade Linie oben drüber, das macht das Bauen einfach leichter. Und jetzt seht ihr jetzt hier haben wir genau zwei Häuser, also zwei Reihen Platz. Das ist ein bisschen nervig, das heißt, wir gehen alles ein hoch, damit wir da entsprechend, ja, besser die Straße durchkriegen. Und hier kann ich jetzt auch das Rathaus Gott sei Dank gerade mal verschieben, weil hier oben ein bisschen Platz ist, dass wir halt hier oben einfach eine glatte Kante kriegen mit den Häusern. Und dann gehen wir hier einfach runter und gut ist. Wir könnten hier auch einfach hier gerade runterziehen. Dann kannst du hier außen Häuser durchziehen. Das würde wohl auch funktionieren. So. Dann hast du aber hier auf der Seite wieder dieses Kopiertool, das Problem, dass du hier, ne, hier kriegst du jetzt eine Straße rein, eine Reihe Häuser rein, aber irgendwie unschön. Aber das könnte tatsächlich noch gehen, damit man hier ein bisschen, ja, glattere Straßen hat an den Einrichtungshäusern, damit man da am Ende keine Probleme mit der Abdeckung kriegt. So, jetzt gehen wir einfach nur noch runter. Müssen mal gucken, wir schließen es einfach erstmal an. Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, guck mal hier, diesen ganzen Kram sparen wir uns. Wir können auch einfach hier eine Strecke legen. Und haben dadurch hier ein bisschen weniger Probleme entsprechend mit den... Also einfach auch weniger Schienen, ne? Probleme mit der Schienenführung. Das kann hier in der Mitte dann immer nochmal zu Problemen führen. Die kann man aber nicht zu 100% absehen. So, und jetzt steht die komplette Insel quasi. Jetzt ist die nächste Frage. Wie macht ihr das mit Öl? Ich importiere das Öl jetzt hier. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das halt in den Minen selber zu produzieren. Oder wenn ihr Ölfelder habt, natürlich auch selber in den Ölfeldern. Ich nehme immer gerne einen Jörg von Meiching mit. Ich nehme immer gerne einen Feras Al-Zahrami und den erstklassigen Sapeur mit. Dann könnt ihr hier produzieren, worauf ihr lustig seid. Das kann Eisenerz sein, das kann Steinkohle sein. Das kann aber auch tatsächlich mittlerweile Kupfer sein. Denn in Manola bräuchten wir, wenn die Produktion nicht komplett explodiert wäre, für unsere Kabelfabriken ja Kupfer. Das importieren wir aktuell. Also man kann tatsächlich mittlerweile mit Items in den Minen so gut wie jedes Minenprodukt herstellen. Das ist ein bisschen unnötig. Einziger Nachteil an diesen Kupferminen ist natürlich, dass sie halb so schnell arbeiten wie die Eisenminen. Das heißt, ihr kriegt auch nur die Hälfte an Öl. Deshalb empfehle ich das Ganze einfach mit Eisen- oder Kohleminen zu machen. Ich habe jetzt in dem Fall erstmal Eisenminen gebaut. Man kann aber auch genauso gut auf eine Kohlemine umsteigen. Denn gerade jetzt, weil man in der Arktis ein bisschen ja, mehr noch in Richtung Bevölkerung geht, also beziehungsweise nicht Bevölkerung, sondern Produktion und dafür Wärme braucht, nicht mehr so in Bevölkerung, ist es ganz praktisch, ein bisschen mehr Kohle zu haben, vielleicht für die Arktis. So. Nicht wundern, ich habe hier wieder nur geguckt, ne, wo passt die Schiene am besten hin. Hier kann ich perfekt Häuser drum ziehen, Felder drum ziehen, von daher bauen wir das genau da. So, der nächste Punkt sind noch nicht die Einwohner, der nächste Punkt sind die Minen. Die Minen brauchen sie nicht, aber mache ich, wenn ihr nicht ohne Feuerwehr spielt, 1, 2, 3, 4, 5 Feuerwehren. Je nachdem, sage ich ganz ehrlich, wie es bei euch hinpasst. Denn damit verhindert ihr oder damit reduziert ihr die Explosionswahrscheinlichkeit. Ne, ich habe jetzt hier 4, ich habe hier unten 3. Beziehungsweise hier können wir auch noch eine hinstellen. Und dann läuft das Ganze. Ne, dann explodieren die euch nicht andauernd. Grundsätzlich ist es natürlich nicht so tragisch. Man kann die einfach immer wieder aufbauen. Das Nervige an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass ihr dadurch so eine gewisse Unregelmäßigkeit in eure Ölversorgung kriegt. Und das wollen wir ja natürlich möglichst vermeiden. Ne? Wir wollen stabil Öl produzieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum, nehmen jede Mine uns vor,
bauen hier unsere, da vielleicht nicht hin, bauen hier unsere Feuerwehren drum. Deshalb haben wir halt, wie gesagt, hier auch Platz gelassen. Wichtig ist, dass ihr so Platz lasst, dass ihr da auch in der Lage seid, ja, Straßen rauszuführen. Hier sind es jetzt 3 geworden. Ich stelle das Lagerhaus direkt hier oben hin. Das könnte man auch so hinstellen. Dann das Lagerhaus dahin. Dann können wir hier noch eine hindrehen. Das Lagerhaus steht hier jetzt halt in dem Fall in der Nähe, weil hier halt, also beziehungsweise da oben, weil hier die Einrichtungshäuser halt kommen. Ja, dann können wir hier einfach eine Straße durchführen. Und dann sind alle zufrieden. Dann kann man sogar noch die Feuerwehren anschließen. Und dann ist gut. So, und das müssten tatsächlich, ne, die Mine hier fehlt noch. Die Mine ist jetzt ein bisschen durch das Varieté geblockt. Das ist aber auch nicht so tragisch. Ne, da gehen wir auch einfach hier drüber. 1, 2, 3. Dann setzen wir... Ja, da ist ein bisschen unpraktisch. Es würde eigentlich schön passen. Einziges Problem, so kommen wir nicht mehr an die Mine ran. Das heißt, wir setzen das jetzt hier und da. Dann können wir da unsere Straße durchführen. Können hier noch eine Straße durchführen. Und dann ist gut. Damit sind alle Minen angeschlossen. Und jetzt kommt es zum interessantesten Part, und zwar dem Häuserbasteln. Beim Häuserbasteln, ich habe es, glaube ich, schon mal im vorherigen Video gesagt, aber beziehungsweise auch am Anfang des Videos, wichtig sind viele Häuser, ja, aber wichtig ist auch eine möglichst geradlinige Bauweise. Das heißt, möglichst lange, glatte, gerade Strecken, die sich gut in ein Panorama einfügen. Hier könnte man jetzt, gut, hier kriegt man theoretisch noch ein bisschen mehr rein. Muss man gucken, dann kann man hier hinten mal so ganz grob bauen. Da kriegt man 3 Häuser. So. Das Haus kriegst du hier angeschlossen. Und das ist auch das, was ich meine. Ne? Also das Haus hier zum Beispiel hat jetzt einen viel weiteren Weg für den Anschluss, als man eigentlich anfangs geplant hatte. Und darüber oder daraus folgt dann halt am Ende auch, dass ihr nicht die perfekte Reichweite quasi für euer Kraftwerk planen könnt. Das funktioniert nicht. Ja, und deshalb basteln wir hier gerade in diesen Ecken viel drumrum, gucken, okay, wo kriegen wir noch ein Haus rein? Und nach Möglichkeit halt, wie gesagt, immer schöne, lange, glatte, gerade Blöcke. Und da zusehen, dass man da halt wirklich ein sauberes Bild reinkriegt, um da halt das Panorama voll auszunutzen. Das wird nicht immer funktionieren. Ne? Man sieht es ja jetzt auch hier. Ich bin nicht überall in der Lage, hier perfekt irgendwie irgendwelche schönen Blöcke anzuschließen, weil die Insel das zum Teil auch einfach gar nicht hergibt. So, hier können wir jetzt das mal runterschieben. Da brauchen wir ja theoretisch gar keinen Ausgang. Kriegen wir hier noch ein Haus rein. Aber wenn wir es hinkriegen, immer mindestens so 2x4 Blöcke zu bauen, sind wir schon ganz gut dabei. Hier ist jetzt das Problem, dass wir natürlich hier das Rathaus quasi dran haben. Das steht natürlich wie immer im Weg, deshalb gehen wir hier quer. Und ab hier wird es halt in der Ecke gepuzzelt. Auch da wieder geht von der Ecke hoch. Man hätte jetzt auch das hier oben weglassen können. Das können wir immer noch wegnehmen. Das ist ja nicht so tragisch. Wir befinden uns ja eh nur in der Blaupause. Ja. Grundsätzlich ist es oft ein großes Trial and Error. Das schieben wir einen raus. Dann kriegen wir das hier so ein bisschen besser angeschlossen. Hier können wir vielleicht mal eine Polizeistation irgendwie reinstellen. Müssen wir mal gucken. So. Und dann hier in der Ecke ist halt wirklich einfach versucht, da möglichst viele Einwohner reinzukriegen. Schön ist es natürlich, wenn die in irgendeiner Form so ein bisschen zusammenstehen, sage ich mal. Damit ihr da von einem Panorama profitiert. Aber die großen Einwohnerzahlen macht ihr nicht hier in den Ecken. Da wollt ihr einfach wirklich noch möglichst viel irgendwie rausholen. Aber jetzt nicht auf Krampf irgendwie groß gerade Linien bauen, weil es einfach nicht machbar ist. Denn das Panorama ist wirklich dann auf den großen Flächen, da wird das richtig relevant, da zündet das richtig und da kriegt ihr dann auch die Einwohner raus. So, wenn wir das da hinsetzen, das Haus, dann das könnten wir hier hin. Dann können wir das ein rausschieben und dann kriegen wir hier auch unsere Häuser rein. Auch wenn es natürlich nicht so wunderhübsch ist.
Dann schließen wir das Ganze an. Wir könnten es hier noch, das wäre vielleicht gar nicht so dämlich, einfach zusammenschieben. Auch wenn wir dadurch natürlich hier größere Lücken provozieren. Das können wir vielleicht noch dahin rutschen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ist es natürlich trotzdem besser für unsere Abdeckung, weil wir einfach. Ja, oder was heißt für unsere Abdeckung? Für unsere Einwohnerzahlen, weil wir natürlich die Häuser noch kompakter stehen haben und dementsprechend noch bessere Gelegenheiten haben, das Panorama irgendwie zu nutzen. Aber hier außen seht ihr schon, hier haben wir keinerlei Möglichkeit, nochmal Häuser reinzustellen. Und deshalb lasse ich das jetzt so. Man kann das natürlich nutzen. Ich ziehe da immer erstmal Straßen rein, dass man sieht, okay, hier wäre noch Platz. Mal gucken, vielleicht geht da ja noch was. Und dann geht es hier einfach komplett ganz locker, lässig, entspannt. Und zwar so, da. Und hier, hier hoch, dann kann man hier oben eine glatte Linie drüber ziehen und dann sind alle glücklich. Ne, damit haben wir die komplette Ecke hier unten uns irgendwie schön gepuzzelt. Das ganze Gepuzzel ist noch nicht vorbei, das geht hier noch weiter. Aber ich mache jetzt Folgendes: Ich mache da einen Zeitraffer draus, ich plane diese Insel, weil das ist jetzt immer das Gleiche. Ihr könnt euch das dann angucken, von mir ist ja auch langsam. Das Video ist jetzt schon ultra lang, aber es ist einfach mittlerweile sehr komplex. Und wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze am Ende downloaden und dann gucken wir uns noch einmal an, wie wir das Aufsteigen machen am Ende. In dem Sinne, viel Spaß beim Zeitraffer. Let's go.
So, ihr habt jetzt die ganze Planung im Zeitraffer gesehen. Für euch waren das vielleicht, naja, sagen wir mal so, 4, 5, vielleicht 6, 7 Minuten. Für mich deutlich über eine Stunde. Deshalb, das Video geht jetzt auch schon relativ lange, ist mir aufgefallen. Aber das ist halt auch ein Thema, wo man relativ viel zeigen kann und muss. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach auch sinnvoll. Ich habe überlegt, das in 2 Parts zu machen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich finde, man hat es am besten einfach in einem Video. So, jetzt sind alle Häuser geplant. Und ihr seht schon, wir haben hier überall Lücken drin. Was wir jetzt machen, ist, dass wir uns einfach Briefkästen nehmen und hier überall in die Lücken, wo wir Platz haben, über die ganze Insel Briefkästen ziehen. Auch das zeige ich euch jetzt nicht im Detail, sondern wirklich einfach, wir gehen hier einfach am Rand lang. Und manchmal haben wir ja auch hier gerade an so Rathäusern, ne, so Doppelstraßen. Und da stellen wir einfach Briefkästen rein. Ihr müsst einfach halt dafür sorgen, dass ihr hier genug Aluminiumprofile habt aus der neuen Welt. Da erzähle ich aber jetzt nicht allzu viel zu, weil es relativ banal ist. Einfach leere Stelle suchen, Briefkasten rein und gut ist. Und wenn hier in der Mitte mal keiner ist, ist das auch nicht so tragisch. Ich verteile eben kurz auf der Insel und dann sehen wir uns auch schon wieder. So, die Briefkästen stehen hier schon drauf. Und ab jetzt geht's ans Aufsteigen lassen. Wichtig, wenn ihr hier Briefkästen draufstehen habt oder auch irgendwelche anderen Formen der Postproduktion. Bei Postämtern genau das gleiche. Und keinen Pendlerkai. Dann ist es so, dass wir ein, zwei der Häuser als Arbeiter lassen. Ich werde auf diese Insel hier einen Pendlerkai stellen, einfach aus dem Grund, dass ich hier jetzt auch schon hier eine Insel mit Einwohnern habe, etc., wo eh Pendlerkais draufstehen. Und ich habe halt hier immer eine Insel, auf der ich das Ministerium für Verwaltung habe für die Arbeitskräfte. Das heißt, hier kommt ein Pendlerkai hin und dementsprechend haben wir hier keine Probleme, was die Arbeitskraft angeht. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, müsst ihr halt einfach ein paar Arbeiter gebaut lassen, wenn man die Post nutzen will, was man auf jeden Fall sollte. Wenn ihr jetzt noch nicht die Waren ranschafft für Hochhäuser, wenn ihr Hochhäuser bauen wollt, das heißt Kekse, das heißt Schreibmaschinen, ein bisschen Kaugummi, und das war's tatsächlich für Stufe 3. Ne? Cognac brauchen wir nicht. Dann ist jetzt die Zeit, das Ganze zu tun. Wie gesagt, das hier ist kein Video, in dem ich zeige, wie man so eine Investoreninsel komplett versorgt. Das Video geht eh schon länger als eine Stunde. Und dann sprengt das Ganze einfach irgendwann komplett den Rahmen. Ne? Als allererstes lassen wir jetzt alle Lagerhäuser aufsteigen. Wir lassen alle Katastrophenschutzgebäude aufsteigen. Das heißt, alle Feuerwehren, alle Polizeistationen. Ne? Wir lassen alle Universitäten aufsteigen, alle anderen öffentlichen Gebäude, ne, die Clubhäuser, die Varieté-Theater, die Rathäuser, dann entsprechend die Drogerien und die Kaufhäuser. Natürlich auch die Kraftwerke. Ich muss mal gucken, ob ich hier Öl habe. Ich meine, ich importiere hier aktuell Öl. Das werden wir gleich herausfinden. Und zwar ist das aktuell die Insel 105. Und ich meine, ja. Da importiere ich Öl hin, von daher passt das auch. Die Ingenieure, die uns fehlen, sind kein Problem. Ingenieure bauen wir ja hier mit drauf. Dementsprechend ist Strom auch kein Problem. Wir müssen ein bisschen gucken. Und zwar, wenn wir jetzt zu wenig Arbeitskräfte haben, weil wir halt hier unsere 3 Kraftwerke stehen haben. Und wir fangen hier hinten an mit dem Aufsteigen. Dann pausiere ich die Kraftwerk, das eine Kraftwerk hier unten, damit die beiden hier überhaupt laufen. Denn wir brauchen Strom. Klar, nicht bis zu den Ingenieuren, aber trotzdem. Was auch immer das war, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr auch für eure Einrichtungshäuser, Kaufhäuser und Drogerien die Waren holt. Glühbirnen haben wir hier eh, Messing müssen wir einkaufen, Glas müssen wir einkaufen, wir müssen Zellstoff hierher schiffen, wir müssen Stahl importieren, wir müssen Wolle importieren, Kohle, Seife und Zucker. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, wie ihr die Waren beschafft, das kommt gegebenenfalls nochmal in einem anderen Video. Ich mache es so, eine der Minen hier, die ich hier stehen habe, drehe ich auf Kohle. Das heißt, hier produzieren wir Kohle. Ich pausiere jetzt mal ganz kurz alle Briefkästen, bis auf vielleicht ein, zwei, dass wir gleich hier unten schon mal anfangen, ein bisschen Post zu produzieren. Einfach damit die Kohlemine läuft. Ja, damit wir Kohle haben für unsere Kaufhäuser. Ich pausiere die auch erstmal alle.
außer die, die wir schon benötigen. Das heißt, wir fangen ja hier unten in der Ecke an. Das heißt, die hier starte ich jetzt. So, Wolle produziere ich persönlich auf Crown Falls. Einfach ein bisschen, habe ich hier halt ein, zwei Plätze frei. Und dementsprechend können wir hier halt einfach Wolle herstellen. Hier kommt auch Zellstoff an. Das heißt, den hole ich hier gleich mit ab. Einfach, weil das von der Menge locker reicht, wenn hier ein Schiff ab und zu mal hinfährt. Ne, das reicht wirklich ganz entspannt. Wo ihr das denn herkriegt, ist erstmal vollkommen egal. Wolle und Zellstoff. So, das machen wir mit allen anderen Waren. Das mache ich jetzt aber off-cam. Da braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Jetzt gehen wir in die Speicherstadt und löschen alles raus, was wir bisher so an Importen haben. Wenn Captain Morris gleich kommt. Sonst können wir auch erstmal Leute aufsteigen lassen. Aber ich mache es gerne am Anfang einmal, damit ich es nicht vergesse. Und jetzt importieren wir alles, was wir für unsere Ingenieure noch brauchen werden. Das heißt Fleischkonserven, Pelzmäntel und Nähmaschinen. Und alles, was wir für die Investoren noch brauchen. Also Brillen. Wir brauchen ganz viel Kaffee. Wir brauchen Glühbirnen. Wir brauchen die natürlich nicht. Die kommen ja hier eh an. Wir brauchen Zigarren. Wir brauchen Schokolade. Und wir brauchen Sekt. Den vergesse ich nämlich immer zu importieren. So. Da mache ich jetzt hier überall 500 rein. Klar, so viel Waren kann ich eh nicht kaufen zum Teil. Aber wir kaufen ruhig erstmal unser Lager voll und dann ist gut. So. Dann kaufen wir Seife ein. Ganz wichtig. Seife brauchen wir nämlich auch für den Betrieb unserer Produktionsgebäude hier. Dann kaufen wir noch Stahl, Messing und Glas. Ne, dafür haben wir ja auch 4 Slots noch frei. Das heißt, wir haben Stahl, Messing und Glas, was wir kaufen. Stahl ist nicht reingegangen. Und jetzt haben wir noch 1 Slot frei. Zucker kann man leider nicht einkaufen, den wir auch importieren wollen. Das heißt, wir importieren jetzt einfach noch eine der Waren, also eine der Lebensqualitätswaren der Investoren, also Felle oder Wandteppiche. Ich nehme Wandteppiche. Was ihr davon nehmt, ist aber ehrlich gesagt komplett Wumpe. So, und jetzt fehlt uns nur noch Zucker. Zucker produziere ich persönlich auf Manola. Das heißt, wir gehen hier in die neue Welt. Manola, beziehungsweise es könnte sogar sein, dass bei mir schon eine Route besteht. Nein, okay. Das heißt, wir holen einfach aus Manola ein bisschen Zucker. Beziehungsweise hier könnte man jetzt auch Zellstoff holen. Wir machen nochmal hinten 2 Stück Zellstoff rein. Einfach damit wir da so eine ganz gute Mischung haben. Und einfach ein Schiff drauf. Und dann passt das auch. Zucker 105. Investoreninsel 105. So. Und jetzt geht's ans Aufsteigen. Jetzt gibt's Einwohner. Das Kraftwerk läuft wahrscheinlich mittlerweile. Ja. Was wir jetzt machen ist, wir reißen unsere Bank wieder ab. Wir stellen da einen Marktplatz rein. Wir stellen da eine Schule rein. Wenn das vom Platz her passt, können wir noch ein Wirtshaus dazustellen. Wir könnten auch alternativ eine Kirche dazustellen. Was man noch machen kann, wenn man gerade am Anfang ein bisschen Streiks verhindern will, man tauscht das hier aus, die verlängerten Ausschankzeiten durch Wohlfahrt der Arbeiter. Hat für euch den großen Vorteil, dass ihr noch ein bisschen mehr Zufriedenheit für eure Bevölkerung kriegt. So, und dann nehmt ihr wirklich einfach erstmal hier eine gute Ecke und lasst hier einfach erstmal die Häuser alle aufsteigen zu Bauern. Nehmt nicht zu viel, weil sonst gehen euch am Ende die Baumaterialien aus und dann steht ihr relativ doof da. Das wollen wir nicht. Und wie gesagt, noch einmal checken, wenn wir bei 105 sind. Wir haben hier eine Route mit relativ viel Aufstiegswaren. Da kann man zur Not jetzt auch, wenn man merkt, okay, das Baumaterial wird knapp, nochmal das ein oder andere Schiff mehr draufhauen. Und jetzt ist es eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Es ist nichts Verrücktes. Ihr braucht nicht irgendwie das Rad hier neu erfinden. Ihr habt bei euren Bauern alle möglichen Waren. Aktiviert am besten die Post. Warum aktivieren wir die Post und aktiviert auch die Seife? Ganz einfach, vergesst ihr jetzt, die aufsteigen zu lassen. Wir kennen es ja alle, wir spielen Anno 1800 und ja, irgendwie kommt immer was dazwischen. Ne? Irgendwas lenkt einen immer ab, man hat was anderes vor, man vergisst, wo man eigentlich gerade gebaut hat. Wenn das jetzt passiert hier euch, übrigens, hier haben wir jetzt das Problem, die beiden Häuser sind nicht angeschlossen, das kann immer wieder auch vorkommen, da muss man dann einfach, ja, versuchen, das Problem in irgendeiner Form zu beheben. So kriegen wir auf jeden Fall schon mal das eine Haus angeschlossen. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier dran kriegen. Wir könnten das da weiterschieben. Dann könnten wir die weiterschieben. Dann hätten wir hier eine Straße. Das würde aber wieder das Problem bringen, dass wir hier keine Straße dran haben an der Eisenmine und dementsprechend keinen Strom. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, wir machen Folgendes.
Wir nehmen das Ding weg. Dann ist das eine weniger und bauen dafür ein Haus mehr. So. Wenn ihr das jetzt vergesst, dann seht ihr schon, wir sind jetzt bei Einzug bei 11. Ne, die Post ist auch noch nicht voll erfüllt. Das heißt, wir landen hier am Ende wahrscheinlich eher so bei, naja, wenn die beiden noch dazukommen, landen wir bei 12 Bauern. Wenn wir überregionale Post sogar haben, landen wir bei 16, glaube ich. Ja. Wenn ihr jetzt vergesst, die aufsteigen zu lassen, ziehen hier mehr Bauern ein. Das heißt, wir sind bei 16 Stück. Wenn ihr die aufsteigen lasst, habt ihr direkt 16 Arbeiter. Das heißt, ihr könnt zügiger zu den Handwerkern gehen. Macht theoretisch, wenn ihr perfekt aufsteigen lasst, keinen Unterschied. Wenn ihr das Ganze nicht tut, nämlich nicht perfekt aufsteigen lasst, macht das tatsächlich einen großen Unterschied. Dementsprechend, ich würde es euch empfehlen, da immer dran zu denken. Hilft einfach dabei, ein bisschen den Aufsteigeprozess zu beschleunigen. Ansonsten können wir die Minen jetzt auch mittlerweile ausbauen, die Handelskammern dazustellen, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Öl holen. Wenn die Waren hier auf der Insel nicht verarbeitet werden, müsst ihr natürlich dafür sorgen, dass die abtransportiert werden, wie hier zum Beispiel jetzt das Eisen. Ich nutze das auf Crown Falls für meine Produktion von Hochrädern, aber wenn ihr es dafür nicht nutzt, dann ist das auch nicht schlimm, dann könnt ihr es auch einfach wegschmeißen. Na, aber da kriegen wir dann halt auch einfach das Öl für unsere Kraftwerke her. Warum ist dieses Haus nicht... Ach, das Haus ist wegen des Postkastens jetzt, des Briefkastens jetzt echt nicht angeschlossen. Das ist ja unangenehm. So, und jetzt warten wir einfach, bis die Leute eingezogen sind und dann lassen wir sie aufsteigen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich ziehe die jetzt bis zu den Ingenieuren hoch. Das braucht ihr euch nicht angucken, weil ich warte jetzt hier einfach, bis die aufstiegsbereit sind. Nehme mir dann das Ausbauen-Tool, drücke hier Shift, lasse sie aufsteigen und dann sind wir auch schon bei den Ingenieuren. Das gucken wir uns ab da dann weiter zusammen an. In dem Sinne, bis gleich. So, die Ingenieurshäuser stehen. Ihr habt es gerade kurz nur gesehen, wie die ganzen aufgestiegen sind. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Teil. Wir machen das Ganze einmal hier unten zusammen. Auf der großen Fläche machen wir das Ganze auch zusammen. Aber im Stream auf Twitch und YouTube, 20:30 jeden Mittwoch. Wenn das Video hier kommt, ist das Ganze logischerweise schon passiert, weil ihr am Ende natürlich das Endergebnis einmal seht. Aber grundsätzlich der Hinweis, dass wir da natürlich auch immer aktiv sind und ihr da immer gerne vorbeischauen könnt. Und zwar, was machen wir? Wir nehmen uns hier eine Reihe, beziehungsweise wir fangen hier unten an. Wir nehmen ja jetzt abwechselnd Ingenieure und Investoren. Jetzt ist es so, wenn wir hier eine einzelne Reihe haben, machen wir da immer Investoren draus. Denn ein Stufe 3 Investorenwolkenkratzer ist natürlich besser als ein Stufe 3 Ingenieurswolkenkratzer ohne Panorama. Die haben auch ein bisschen Panorama, aber halt nicht so viel. Und das ist natürlich dann grundsätzlich besser. Wir nehmen uns jetzt einfach dieses Ausbauen-Tool und ziehen erstmal einzelne Gebäude auf Investorenhäuser hoch. Ich habe auch hier wieder die Lebensqualität aktiviert, lokale Post, Schokolade und Seife. Seife importieren wir für unsere Einrichtungen, für unsere Drogerien, Schokolade für unsere Investoren. Von daher sind das alles Sachen, die wir haben. Was ihr hier später noch versorgt, um mehr Einwohner reinzukriegen, das liegt an euch. Beziehungsweise da machen wir auch noch ein Video zu, aber das ist jetzt erstmal für den rein. Aufstieg irrelevant. Und dann gehen wir hier immer weiter, lassen immer eine Reihe Ingenieure, dann kommt die nächste Reihe Investoren und immer so weiter. Hier unten mache ich meistens so Investor, 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 dass ich hier zwischen zwei Ingenieurshochhäuser habe, aber jeder Investor immer irgendwie zumindest an einem Ingenieurshaus dran steht, damit das Panorama da einfach besser ist. So, wenn das Ganze dann hier quer geht quasi, müssen wir gucken, wir wollen hier Investoren draus machen und hier Investoren draus machen. In der Mitte haben wir dann Ingenieure, beziehungsweise hier können wir auch Investoren draus machen, weil hier kein weiteres Haus dran ist. Und hier unten dann wieder das gleiche Spielchen. Hier zähle ich dann einfach, hier habe ich 3 und 4 Häuser, die ich Investoren machen könnte, oder 3 und 3. Deshalb nehmen wir hier die Investoren und auch das Haus mache ich zu einem Investorenhochhaus. Hier unten haben wir noch eins, dann nehme ich immer einfach eins, das ich aufsteigen lasse. Ich lasse jetzt hier Ingenieure draus, damit die sich noch gegenseitig beeinflussen. So, hier oben genau das gleiche. Hier mache ich 1, damit das hier ein Ingenieur bleibt. Und hier nimmt man einfach 2. Dann haben wir hier oben das noch. Auch hier wieder Investoren, 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 Investoren. Die hier außen lasse ich als Ingenieure, damit hier das Panorama besser wird. Und auch hier mache ich ein Investorhaus draus. Hier haben wir jetzt nur einzelne Häuser rein. Das heißt, hier mache ich so, ich mache immer 2-mal Investoren und dann 1-mal Ingenieure. Man kann auch einzeln nehmen. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und das hier hinten sind immer Investorenhäuser, die wir übrigens, diese einzelnen hier, auch auf Stufe 5 ziehen können später. Auch sehr, sehr interessante Möglichkeit. Und dann hier wieder das gleiche. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und dann den und den. So, und dann haben wir diesen Bereich hier abgeschlossen. So, und jetzt machen wir direkt Folgendes. Wir nehmen uns das Wolkenkratzer-Ausbau-Tool und bauen sämtliche Ingenieurs-
Häuser direkt einmal eine Stufe aus. Wichtig, dass ihr das direkt macht, damit ihr nicht später, wenn ihr hier irgendwie anfangt, neue Häuser zu bauen und die dann wieder Ingenieure zu Investoren ausbaut, wenn ihr dann aus Versehen mal mit Shift alle upgradet, habt ihr hier auch Investorenhäuser, neben den anderen Investorenhäusern. Dann müsst ihr die alle wieder absteigen lassen. Deshalb machen wir da direkt Wolkenkratzer draus und haben keinen Stress mehr. So, nach kurzem Warten sind dann auch die 5000 Investoren erreicht. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gewartet, dass die einziehen. Und die Dampfwagen haben sich halt gefüllt. Wir haben die Waren schon. Jetzt seht ihr auch, warum es so hilfreich ist, dass zum Beispiel schon die Kaufhäuser laufen, damit wir halt hier entsprechend dieses Bedürfnis schon erfüllt haben. Denn jetzt können wir theoretisch auch hergehen und schon die Ingenieure auf die nächste Stufe aufsteigen lassen. Wir machen aber erstmal die Investoren. Und was ihr jetzt seht, ist, dass unsere Wolkenkratzer alle ein bescheidenes Panorama gekriegt haben. Wodurch wir hier auf einmal bei 96 Einwohnern sind. Wir sind bei den Investoren-Wolkenkratzern, der hat jetzt kein Panorama, bei denen die schon welches haben, auch schon bei 125 Einwohnern. Und hier ist halt wirklich nichts drin. Hier läuft noch Post und wir importieren ein paar Wandteppiche. Von mehr reden wir hier gar nicht. Also das ist wirklich insane gut. Die müssen jetzt ein bisschen weiter einziehen. Das ist nicht so schlimm. Da muss man einfach drauf warten, dann lässt man die aufsteigen. Aber wir können schon mal mit den Ingenieuren weitermachen. Einfach mit Shift und dann diesem Wolkenkratzer-Tool ausbauen. Zack. Jetzt wäre es halt wichtig, Kaugummi zu haben. Habe ich nicht. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir brauchen Kaugummi. Stark. Besorge ich kurz und dann zeige ich euch einmal, wie quasi dieses Endprodukt in den, ja, 3x3, in der 3x3-Konfiguration aussieht. Wir haben ja eh kurz Zeit, weil die Investoren hier einziehen müssen. So, das Kaugummi ist jetzt da, das füllt sich gerade und das Schöne ist, dass wir die Zeit quasi nutzen konnten, die Investoren mal einziehen zu lassen. Das heißt, wir ziehen jetzt direkt die Investorenhochhäuser hinterher. Und ihr seht schon, einige Investorenhäuser haben jetzt wirklich schon gutes Panorama. Der hier unten hat zum Beispiel schon ein ausgezeichnetes Panorama. Und ein ausgezeichnetes Panorama bei einem Stufe 2 Wolkenkratzer bedeutet mittlerweile 265 Einwohner. Beziehungsweise es werden noch ein paar mehr, weil sich Kekse und so noch füllen. Aber das ist brutal viel. Wichtig. Kaugummi füllt sich ja gerade, deshalb können wir jetzt hier auch gleich die Ingenieurswolkenkratzer alle aufsteigen lassen. Sobald Kaugummi, beziehungsweise sobald ihr eure Ingenieure auf der entsprechenden Stufe habt, bevor ihr jetzt wieder anfangt, Hochhäuser aufsteigen zu lassen, weil Kaugummi versorgen wir in der Regel nicht. Versorgt ihr Kaugummi, ist dieser, und produziert das selber, ist dieser Trick egal. Pausieren wir bei den Ingenieuren Kaugummi. Bei den Investoren warten wir noch, bis wir alle aufsteigen lassen können. Da steht jetzt zwar schon in dem hier 100, aber es kann natürlich auch sein, dass einer nochmal nicht so viele hat. Dementsprechend warten wir ganz kurz, beziehungsweise man kann mal gucken, ob hier so grob alles leuchtet. Und jetzt lassen wir die auch aufsteigen. Auch bei den Investoren sperren wir Kaugummis. Denn wir haben in der Regel nicht so viele und die wollen wir uns natürlich dann entsprechend aufsparen. Wir können den auch da hinschieben, da sind mehr, ja, mehr Häuser drin. Und dementsprechend wollen wir uns die eigentlich aufsparen und wirklich nur zum Aufsteigen nutzen. Das heißt, wenn dann mal wir unsere Ingenieure aufsteigen lassen wollen, machen wir einmal kurz die Kaugummis an. Das Bedürfnis füllt sich und wir lassen die Leute aufsteigen, weil wir haben in der Regel eh genug Einwohner, um die überhaupt aufsteigen zu lassen. Wie finden wir jetzt raus, ob wir alle Wolkenkratzer erwischt haben? Wir gehen auf Bilanz. Wichtig, geht nicht auf Bevölkerung und versucht hier irgendwie die Wohngebäude zu öffnen. Das kann funktionieren, aber sobald ihr... Also, eigentlich kann es nicht funktionieren. So, ihr findet nicht das entsprechend richtige Gebäude. Keine Chance. Ihr habt keine Ahnung, welche Stufe das Ganze hat. Geht auf Finanzen, Wolkenkratzerwartung. Und dann seht ihr hier, Wolkenkratzer für Ingenieure Stufe 3, Wolkenkratzer für Investoren Stufe 3. Wenn ihr jetzt hier einzelne auf Stufe 2 habt, wir müssen mal ganz kurz wieder das anmachen, von mir aus denen da. Dann seht ihr das hier in den Finanzen, Stufe 2, und dann könnt ihr das aufklappen und da auch direkt hinspringen. Können wir jetzt noch nicht ausbauen wieder, weil die Kaugummis noch nicht voll sind. Ich gebe euch nur einen Tipp. Wenn ihr so eine ganze Insel voll gebaut habt, macht bitte einen Fehler nicht. Klappt nicht die Dinger hier auf für Stufe 3, denn ich zeige euch das einmal, wenn wir hier Investoren Mitte haben. Wir haben hier Investoren 1075 und hier 982 von. Wenn ihr die aufklappt, habt ihr eine Minute oder zwei Anno-Pause, wenn es gut läuft.
Dann könnt ihr euch einen Kaffee holen oder was zu trinken, was zu essen. Keine Sorge, das Spiel wird euch in der Zwischenzeit nicht wegrennen. Passt da wirklich auf. Es ist mir schon im Stream passiert. Es macht keinen Spaß. Aber so findet ihr halt entsprechend die richtigen Wolkenkratzer. Und nur mal so zum Gefühl, das hier sind jetzt schon 26.000 Einwohner. Hier ziehen aber mindestens nochmal genauso viele ein. Wir haben keinerlei Post überregional oder regional. Wir haben kein Mezcal, wir haben kein Eis, wir haben keine Medizin, kein Shampoo. Vor allem haben wir aber hier nichts. Wir haben keine Felle, wir haben keine Bärenfelle, kein Parfüm, keine Ventilatoren, keine Filmrollen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wollt ihr das Endprodukt sehen? Kurz dranbleiben, kommen wir gleich zu. Wollt ihr sehen, wie wir sowas komplett live aufsteigen lassen? Gerne im Stream. Ich habe jetzt schon einen Zeitraffer drin, das wird sonst einfach zu viel. Wenn ihr hier fertig seid, diese öffentlichen Gebäude bleiben jetzt hier noch stehen, weil ich habe hier noch mehr Reichweite, um Sachen aufsteigen zu lassen. Das heißt, es geht jetzt hier einfach weiter. Einfach abreißen und wieder die Bank hinsetzen. Zack, bumm, aus, Ende. Und das ist es. So plant ihr eine Investoren-Ingenieursinsel. Ich nenne sie Investoreninseln, weil das Hauptziel sind ja immer noch Investoren. Ich danke euch fürs Zuschauen, das Video ist mega lang. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was mit den Stempeln ist. Und zwar, das mache ich jetzt schon, bevor das Video fertig ist, einfach nur, damit ihr jetzt schon mal das Ganze kopieren könnt. Ich habe hier Stempel erstellt. 4 Stück, Bauernhaus 01, 2 und 3 und 4. Die passen genau auf diese Insel. Der erste ist hier oben die Ecke. Das könnt ihr dann hier auch einfach draufsetzen. Man kann sich immer ganz gut an den Minen orientieren, wenn ihr die gleichen Mineneinstellungen habt, natürlich. Ansonsten sind vielleicht auch ein, zwei Minen frei. Hier oben ist der erste. Der zweite ist quasi hier die Ecke. Da kann man ganz gut mit dem Lufthafen oben rechts zielen. Hier. Der dritte ist dann hier. Da könnt ihr gut mit dem Regionalministerium das machen, beziehungsweise ihr könnt auch immer gut gucken, ob die Rathäuser einfach passend an der Wand stehen. Und hier ist auch unten sogar der Ölhafen mit drin. Ne, also das seht ihr auch ganz gut hier. Und dann haben wir noch Nummer 4, das ist einfach hier die Küste. Ja. Und schon habt ihr die komplette Insel stehen. Die sind alle verlinkt auf meinem Discord. Dort gibt es, oder beziehungsweise das heißt verlinkt, die sind dort hochgeladen. Ich zeige euch das Ganze einmal. Und zwar haben wir, wenn wir auf unseren Discord kommen, übrigens mittlerweile sind wir fast 1300 Leute. Wenn ihr noch nicht auf dem Discord seid, was tut ihr eigentlich? Checkt den gerne mal ab. Dann haben wir hier bei Anno 1800 Stempel. Hier haben auch schon einige Leute was hochgeladen. Da werde ich die auch hochladen mit dem Verweis auf dieses Video. Könnt ihr kopieren, wenn ihr Bock habt, könnt ihr aber auch nachbauen. Hier passen sicherlich mehr Häuser drauf. Könnt ihr ruhig mal zeigen, dass ihr da auch mehr drauf kriegt. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung und dann seht ihr das fertige Produkt. So, die Insel steht jetzt tatsächlich komplett, ist komplett aufgebaut. Alle Bewohner sind soweit komplett eingezogen. Das Ganze hat quasi den kompletten Stream gedauert, weil es auch einfach mega viel Baumaterial kostet. Und wir kriegen auf dieser Insel jetzt gut 882.000 Einwohner raus, wenn wir die quasi voll versorgen. Wir haben keine Kaugummis, wir haben kein Cognac, wir haben sämtliche Lebensqualität für die Investoren und für die Ingenieure fehlt uns Shampoo, Medizin und Eiscreme. Ansonsten haben wir auch alles versorgt, wie gesagt, keine Kaugummis und keine Violinen. Hier fehlen jetzt noch Items. Das heißt, hier fehlt zum Beispiel, ich glaube, hier habe ich einen, einen Lieferdienst Blauer Himmel und auch die Zofe Blauer Himmel. Der Lieferdienst Blauer Himmel liefert uns einfach Kaugummis und Beertische noch zusätzlich und die Zofe Blauer Himmel noch extra Einwohner. Also wir kommen hier wahrscheinlich, wenn wir noch ja, Eiscreme ranschaffen und vielleicht Shampoo und Items reinsockeln, schaffen wir hier die Millionen Einwohner sogar, denke ich. Hm. Aber das ist einfach nur, um zu zeigen, was auf so einer Insel überhaupt möglich ist. Und die ist ja wirklich nicht perfekt gebaut, muss man ja auch mal dazu sagen. Wie gesagt, Stempel zu der kompletten Insel sind auf meinem Discord, Link dazu unten in der Videobeschreibung, checkt das gerne mal ab. Und ja, dann danke ich euch einfach nur, dass ihr wirklich bis zum Ende dabei geblieben seid. Das war ja wirklich wieder ein, ja, doch sehr aufwendiges Video. Übrigens, falls ihr mal sehen wollt, wie viel Post wir hier tatsächlich produzieren, müssen wir mal ganz kurz Stopp machen, damit das Lager hier überhaupt leer wird. Mal gucken, ob wir schnell genug sind. 1000 Tonnen. 1000 von Post. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da.
Vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbauen, Aufsteigen lassen und gebasteln mit euren Investoren und Ingenieuren. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.